kommt eher auf uns zu und hätte angegriffen. Zum Anfang habe ich das Gefühl, da war sein Inventar mittlerweile nutzlos. Also ist abgesehen von dem einmal hier Kelten und das war's dann oder wie? Mit Nützlichkeit. Hier gibt's ja schon Mithril, stimmt. Ja, ja, als Mithril noch was wert war. So, da ist ein Lager, das sollte dann unser Ziel sein. Na? Ja, von Gnomen geht's jetzt zum Menschen und Zwergen. Hallo? Man sieht sich. Ich bin ganz Ohr. Oh, alte Hindernisse. Okay. Okay. Fort mit euch. Hallo. Mögen eure Reisen sicher sein. Okay. Neuer Flugpunkt. Hallo. Ist hier irgendwas Schönes? Bleibt sauber. Gilde. Zeichnis. So. Dann. Ja, dann geht's erstmal hier hin. Dann sollen wir den hier killen. Ich muss näher ran. So, dann nochmal hier. Ach komm. Ich brauche ein Ziel. So. Einfach damit wir den nicht verschwendet haben, da verschwende ich lieber. Oder brauche lieber einen Teleport und habe ein bisschen mehr Laufweg. So. Ganz schön lang mittlerweile so. Ja? Gierige Bastarde. Ja, ich darf das sagen. Zwerge sind gierig. Ist nun mal die Wahrheit. Ich kann nichts dafür, dass Blizzard dich so gemacht hat. Bei Gimli aus Herr der Ringe sah es ja auch nicht wirklich besser aus. Nur noch tatsächlich Typen töten. Okay, Typen töten. Typen killen. Typen killen, Typen killen. Ja, ja. Boah, ich finde immer noch, Damage sollte für jede seiner Spezialisierungen elementar haben.
Aber eine knappe Aktion, mein lieber Elementar. Du wärst fast wieder nutzlos gewesen. So. So, was macht er halt eigentlich so ohne den Buff für Damage? Nicht recht gut. Das ist zu weit entfernt. So. Haben wir die jetzt auch? Ja, ich dürfte auch schon gemerkt haben, er hat die Drohung gemacht, er nimmt den Sessions auf und cuttet später dann mit dem Schnittprogramm. Was geht euch durch den Kopf? Wieso soll ich mir mehr Arbeit machen als eigentlich nötig? So, direkt ein schönes, herzliches Level up. Und wir bekommen nichts dafür. Seid auf der Hut! Ist doch mal irgendeiner, der angeblich eine Quest für uns hat. Ja. Braucht ihr etwas? Schönen Tag auch. Ja, von mir aus. Oh ja, das heißt, die eine Quest, die wir machen. Hier noch, beziehungsweise die zwei. Und dann geht's ab zum Krater von Unguho. Das ist sehr, sehr schön. Und mit dem Zielgebiet sehr nah. Bist du ruhig? Ich habe kein Ziel. Oh, hier leckt das etwas. Okay, interessant. Da muss ich den Doktor sprechen. Da muss ich hinfliegen für.
Außer? Wohin? Wohin? Fliegen wir hin? Und 5. Nee. Weil doch ist ein extrem. 4. Lohnt sich nicht. Nein. Wie geht's? Mögen eure Reisen sicher sein? Ja, dann auf zum Hochkrater von Ungoro. Wie schön. Oh. Ja, während ich da hinreite, ich könnte das rauskappen für euch, aber wieso sollte ich? Ich muss diesen Weg ja auch auf mich nehmen. Und ihr wollt zuschauen, dazu müsst ihr alles mit ansehen. Auch die langen Wege und das Monster rumreiten. Und meine kaputte Stimme. So betrachtet bin ich eigentlich viel zu fertig, ja, so zum Aufnehmen, aber wie gesagt, ich habe so oder so seit längerem Lust gehabt, mal wieder auch WoW aufzunehmen. Da hatte sich Minecraft so im Vordergrund gedrängt, weil die habe ich schon vor Ewigkeiten aufgenommen, die ganzen Folgen, kam nie zeitlich dazu, sie zu bearbeiten, dann die eine kurze WoW-Folge letztens, die genauso war, die war eigentlich in derselben Aufnahmesession wie die vorherigen drei Aufnahmen. Ich bin aber nie dazu gekommen, die wirklich zu bearbeiten und hochzuladen. Es war nicht mal viel, was gemacht werden muss. Es ist, ich habe ja auch kein Mischpult, ne? Ich habe hier die Noise Gating von OBS, die ich benutze. Ich tue den Sound auch im Moment nicht nachbearbeiten mit ihr. Ich muss es eigentlich nur rendern. Aber wenn dafür im Moment keine Zeit ist, dann ist das total scheiße. Am liebsten wäre es mir, wenn ich wirklich mit meinen Videos Geld verdienen könnte. Dann hätte ich viel mehr Zeit zum Aufnehmen und Bearbeiten. Richtig schön. Ich meine, ich würde vielleicht nicht gerade 8 Folgen oder so. Mögen euch die Winde leiten. Schießt los oder zieht Leine. Ich muss näher ran. Frostblitz könnte gerne eine größere zu weit entfernt. Reichweite haben. So. So, Raptoren. Ja. Ich bin außer Reichweite. So. Weiße Kill, okay. Ich kill einfach alles, was mir in die Quere kommt hier. Ah nein, ich soll klauen sammeln. Ich muss näher ran. So. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So. Wir müssen so Klauen sammeln. Interessant. Fuck. Das ist zu weit entfernt.
Ich bin außer Reichweite. So. Weg mit dir. Du genauso. Du stehst im Weg. Ja, wir sollen dann diesen Leichnam da untersuchen. Von diesem Trescherton-Gerippe. Noch mehr Klauen von. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. So. Mir ist nichts zu weit entfernt. Die abgeben bei den zwei Schwachmaten, die das nicht alleine hinbekommen. Was habt ihr zu erzählen? So. Haltet die Ohren steif, ja. Friede sei mit euch. Geht in Frieden. Wer ist Morbeck? Darf ich nicht. Ich will dich. So, jetzt machen wir erstmal das. Und dann sammeln wir alles, was wir an Quests ein, was wir bekommen können. Und dann arbeiten wir die nach und nach ab. Ja. Ganz easy. Hat sich schon ein bisschen auch was verändert. Das Lager hier kenne ich zum Beispiel mal gar nicht, seit ich das letzte Mal hier drin war. Hui. Wenn das hier überhaupt ein Lager ist, ja doch, soll ein Lager sein und vom Werden. Nein, sein. Schönen guten Tag. Auf dann. Zeit ist Geld. So. Bleibt gut drauf. Was kann ich für euch tun? Man sieht sich. So, ich war doch nochmal irgendwas Questiges für uns. Mich? Spuck es aus! Schön, dass ich helfen konnte! Hallo! Gemischt waren. Kann man die uns angucken? Nein. Schade. Fort mit euch. Ah, potenzielle Kundschaft. Kriegsstab, wie siehst du aus? Scheiße. Hauptsächlich jetzt für Transmogging gutes Zeugs. Kommt bald wieder. So. Hier ist doch noch mal ein. Sorry, hier ist doch. Seid ihr aber groß! So, und jetzt haben wir, wow, schön viel zu tun. Gelber, roter, blauer und grüner Machtkristall. Unser Leich hier. Heißester Bereich, da müssen wir da diesen Kern da scannen. Asche von Ogoro, einsammeln, fortgespült, was auch immer.
Lacorvis Fährte. Wer auch immer Lacorvis ist. Dann diese Pheromondrüsen einsammeln. So. Gucken wir mal hier fortgespült. Da hat diese komischen Samen. Dann diese Quelle. Dann das da. Dann die Kristalle. Und vulkanische Aktivität. So. Uff. Was machen wir denn zuerst? Eigentlich machen wir hauptsächlich die Kristalle sammeln und alles andere ergibt sich dann normalerweise so oder so. Wir reiten direkt hier durch, können wir nämlich die beiden hier mitnehmen direkt. Ja, erstmal hier in die Fallgruben fallen. Jo. Krakenheit. Boah, wie viel ist das denn gerade? Also so wirklich heiß kann das ja nicht so, wir uns immer noch in die Nähe stellen können. Ich bin außer Reichweite. Wo die heißeste ist, das weiß ich ja zum Glück. So vergesslich bin ich nicht und ich glaube nicht, dass sie das geändert haben. Es mag zwar lange her sein, dass ich hier war, aber bestimmte Dinge ändert man nie im Spiel. Das ist ein Beutel. So, Aurium. Wir gehen weiter hoch. Ja. So. Dann schnappen wir uns den da oben. Darf hops gehen und jetzt dich. So. Dich kenne ich jetzt gar nicht. Oder doch, halt, dich kenne ich doch noch von der Dings, von der Schamanen-Quest von der Alten. Müsstest du noch sein. Müsste ich mich jetzt echt ziemlich irren. Ich schieß dich hier einfach mal vorm Loch weg. So. Jetzt wenigstens eine Kiste. Seelenbewahrer. Siehst du gut aus? Mal schauen. Vielleicht für später zum Transporten von Kataklysmen. Nicht Kataklysmen, für Legion Verzauberung. Mal schauen. Irgendwas findet sich immer. Haben ist haben. Es hat sich definitiv was geändert.
Das heißt, es gibt nicht mehr hier oben so eine Säule. Scheinbar. Was mich echt irritiert. Na gut, dann halt nicht. Haben wir denn schon unseren... Ja. Den haben wir. So. Es wird wärmer. Ich brauche ein Ziel. So, lebendiges Feuer. Sie haben nicht so eine Digimon-Attacke. Oh, wir sterben. Und die letzte Asche. Das Outfight. So, dann müsstest du jetzt die letzte sein? Wir sind tatsächlich alle untersuchen, das ist gemein. Von gelb nach rot, auf blau nach grün. So, ganz easy. Das sollen ja nur 7 Stück pro Einheit sein. Oh Gott, und noch mehr. Ich... Ach, was wollt ihr denn eigentlich? So. Was liegt an? Es ist schön, dass ich helfen konnte. Ihr seid ja eh hier. So, das... Mein Gott, das ist... Alles aber kein Problem hier, diese Viecher. So. Auch wenn die noch ein bisschen brechen für uns scheinen. Wenn wir immerhin verfehlen. Hier nicht irgendwo eisiger Atem? Toll. Ach Gott. Eigentlich solltest du auf F sein. Auf G ist nix. Boah, Alter, chill. Mach doch hin, ich hab den doch markiert. Thank you.
Teleckkegel. Kann man hier hin? Im Moment. Wo auf G? Was ist mit T? T ist auch nichts. Okay, dann weißt du. Ja. Shift F. Alter, T ist doof zum Drücken für den Kettenkegel. Das Shift F dann besser. Also Shift F. So, Kristalle. Vorhin haben wir überall welche gehabt. Nun kaum meckert man. Sind sie dann doch wieder. So. Ich muss näher ran. Ja. Oh. Ja, der ist auch. Der ist das auch, ja. Hey. Muss nicht. Boah. Warum so weit weg? Habt ihr den Arsch offen? Immer so weit weg. Da ist der Riesensaurier. Boah. Er kommt immer. Ist er das Letzte, das man sieht? Hahaha. An dem reichen wir auch noch. Da kommt noch dran. Glaubt mir, Leute. So. Aber ich sehe auf der Uhr, die Aufnahmesession ist bald vorbei. Ja, ich mache eine Session von ungefähr einer Stunde. Es tut mir leid, aber länger kann ich nicht. Ich werde versuchen, aber mit Sicherheit noch mehr aufzunehmen. Das ist. Und ich versuche auch regelmäßig aufzunehmen, aber das ist nicht geht. Es tut mir leid. Nur einer ist nicht spawn. Wo ist diese Kackbratze hin? Wo kam der überhaupt her? Ich weiß, dass der hier entlang wandert irgendwo, aber die Quest mit den Krallen, die machen wir noch zusammen fertig. Ich muss zuerst etwas anvisieren.
und dann bis Ende. Ich bin außer Reichweite. So, Ende. Ja, und wie gesagt, das war's dann. Beim nächsten Mal sammeln wir diese Kristalle ein. Ich schaue jetzt noch das... ich hier während dem Schlusswort irgendwie ein ruhiges Plätzchen finde. Und natürlich unterwegs ein Kristall wird mitgenommen. Da ist er. Teufelssaurier. Mhm. 55er Eli. Kein Wunder, dass wir da nichts machen können. Großartig. Jetzt müssen wir uns hier irgendwie durchschlangen. Wasserelementar freigeben. Oh, natürlich hat er gepult am Arsch. Als ob. Als ob ihr mich einholt. Und tschüss. Oh, knappe Sache. Knappe Sache. Oh, also Bob ist noch nicht verfügbar. Ich würde schon sagen, beim nächsten Mal würde ich einholen. Oh, der ist zwar auch Eli. Mit dem hätten wir schon etwas leichter. Aber den müssen wir ja nicht angreifen. Und der tut uns auch nichts, hoffe ich doch. Ja, seht ihr. Safe sind wir ja trotzdem noch nicht. Hier ist man nirgends safe. Außer in den Lagern. Genommen. Unsichtbarkeit wäre jetzt richtig schön. So, hier scheine ich jetzt ein recht gutes Fleckchen zu sehen. Unterstand. So. Dann möchte ich mich schön herzlichst fürs Zusehen bedanken und zum Abschied sage ich nochmal Hallo. Damit verabschieden wir uns für diese Aufnahmesession von World of Warcraft. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.